Digga, aber seit wann baut denn René so etwas härtere Maps? Für mich war René immer so der so 10-Minuten-Challenge. Ich hab verkackt genau vor dem Punkt bei dünnen Stangen, Junge! Aber ich krieg dich so oder so, Aris. Ja! Alter, Alter, ist das laut, ey. Fick mich, ey. Hallo, ich höre dich, Seko! Müte dich, du Lappen! Oh, aber erstmal generell überhaupt bevor es nach oben geht. Wunderschöner Kuna Mantada. Hä, was ist das denn? Haha, reingeguckt! Heute haben wir richtig geile Action gemeinsam mit Deko und Aris auf einer Map von René. Ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab? Hallo! Assalamualaikum, Muchachos! Wunderschönen guten Hua! Und wunderschönen guten Hua! Tschüss im Startsein! Wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Dienst, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Essen. Ja. Digga, guckt euch den Skill an, Alter. Er ist einfach da. Schafft ihr es auch? Ja, er hättest du geschafft, sofort aufzufahren, hätte ich gesagt, Skill. Habt ihr das beide auch gemacht? Ja. Ja. Solche Chakos, Alter. Ja, hast du nicht gesehen, oder was? So ein Schwanzgrabscher, Alter. Digga, das ist aber richtig reingeballert. Ja, ich hab richtig reingeballert. Und gerade das Waffenrad durchscrollen. Oh. Alter, ausgekontert, oder? Nein! Ausgekontert! Wo seid ihr? Ausgekontert! Durch. Alter! Nein! Nein, nein. Wie hab ich denn den Schmutzigen gemacht? Hey. Der war richtig schmutzig. Hallo, Deko. Hey, ist Aris am Tryharden? Wir sind hier ganz nur am Trollen hier. Warte mal. Kannst Aris jetzt wegtrollen? Ja. Los, dann troll ihn, los! Los, zeig mir, was du drauf hast! Baller ihn, los! Baller ihn. Hä, warum schaffe ich denn den Schmutzigen da nicht, Alter? Weil du ein mieser Lapphorn bist. Digga. Okay. Er sagt, ich bin Lapphorn und er bekommt es jeden Abend mit dem Strap-on. Oh, Rhyme-Künstler Deko, was ist los? Ich bin übrigens gerade nach vorne den Aussortierer reingebrezelt. Der hat mich sofort richtig rausgekickt. Keine Ahnung, was sein Begehr war. Oh mein Gottes Willen, ich bin sowas von gut. Wo bist du denn bitte gut? In welchem Universum? Ich hab den Punkt. Easy, first. Ja, ist ja auch eigentlich einfach, ne? Ich mach's wieder gerade. Ja, ich hoffe, das geht. Diesmal geht's, ja. Deko, bitte knallen Sie mich nicht. Nach der letzten Map, die wir zusammen aufgenommen haben, brauche ich das jetzt auch mal. Bitte knallen Sie mich nicht. Digga, wann bist du denn endlich beim Schmutzigen? Ich war gerade da, bin vorwärts reingefahren und der hat mich einfach weggehebelt. Ja, dann rede doch mit mir, Digga. Ich drehe die ganze Zeit meine Runden hier in diesem Kreis. Ich fahr jetzt einfach los, ey. Nein! Oh, ich bin einfach über dich gesprungen. Oh, ich bin einfach so gut, ey. Scheiße, ey. Du bist aus Versehen über mich gesprungen. Nein, ich hab dich gesehen auf der Karte, Schakor, weil du ja nicht mit mir redest, ey. Ich bin Deko und ich rede nicht. Oh. Der hat einen Schwanz im Arsch. Wie war gesagt? Hab ich verstanden gerade. Oh, komm, jetzt aber. Lisa. Da kommt aber echt einiges bis zum ersten Punkt, ne? Warte mal. Ist du auf dem Board wechseln? Ich glaub, dann hab ich's. Komm. Ich hasse diesen tollen Mongo so, ne? Das ist unglaublich. Doppelter! Nein! Oh, ich dachte gerade. Aber auch. Also eigentlich kann man sagen, first try. Ja, kann man nicht, weil du hast irgendwie 10 Tries gebraucht. Also. Ja, ich hab aber mit Deko ein bisschen Fechten gespielt, ne? Nicht klar, Alter. Hey, wo verkackst das du denn? Beim Aussortierer. Ich bin da vorwärts reingefahren, aber beim ersten Mal hat er mich auch aussortiert. Ich bin jetzt zweimal vorwärts reingefahren, mich zweimal weggefickt. Einmal versucht Koralle zu machen, da bin ich rausgeflogen. Beim Koralle machen aber. Wie hast du es gemacht? Du bist rückwärts dagegen geknallt? Rückwärts, ja. Ich hab's vorwärts gemacht. Also beides ist irgendwie möglich, aber ich glaube Koralle ist einfacher. Ja. Hey, ich verkacke aber auch die ganze Zeit beim Koralle machen, Alter. Oh lol, ich hab schon eigentlich respawned. Aber weil ich einfach so Profi bin, hat das nicht durchgehen lassen. Er wollte einfach, dass ich es hinkriege. Nein, ja, und boah, ey! Nein. Ja? Aris? Ja? Ist hier irgendwo wieder. Ist er wieder Zweiter, so eine Scheiße. Was? Ich weiß nicht, was das für ein Punkt ist. Wahrscheinlich wieder. Ja, warum dieses Scheiße ist dreifach gebaut, Alter? Ich mach die Koralle sogar ohne Leertaste. Und überdrehe mich einfach viel zu krass, ey.
Okay, da wieder lang. Hier wieder raus. Wo bist du, Ares? Nicht da. Wow! Digga, wie er mich haben wollte! Du kleiner Ganove! So geil, ah nein, ich muss ja hier auch wieder einen Wechsel machen, ne? Oh nein! Hast du verkackt, Alter? Oh fuck, nein. Alter. Nein! Ey, Ares, ja! Du bist so ein dreckiger, ey. Ich war einfach geil durch, ey. Boah. Ey, ja, dein Arsch hol ich mir, Digga. Deinen Arsch hol ich mir, ja, richtig, ey. So. Du kleiner Schinken. Easy, weggeholzt. Nein! Oh, du so kleine Ratte, Alter. Ares, dein Arsch hol ich mir zehnfach, ey. Kannst du mal Wechselgeld hier mal bereitlegen, ey. Das wirst du heute brauchen. Digga. Hallo! Ciao! Nein. Hä, was? Oh ja. Oh, ich hätte einfach noch ein bisschen weiter nach oben fahren sollen. Ich hab einfach reingejolot, ey, um dich noch zu bekommen. Aber ich krieg dich so oder so, Ares. Kuckuck! Hallo, Mr. Schmaris! Hallo, Mr. Schmaris? Ciao, Mr. Marvin. Hä, wo? Ne, du bist doch hier und irgendwo unterwegs. Ich bin nicht da. Ja, doch, hier irgendwo bist du. Warte mal. Nein! Perfekt. Ich könnte noch. Ich respawne einfach, Digga. Ich respawne. Alter, nein. Digga, nein, ich respawne eiskalt, ey. Warum bist du so? Hau ab! Zwei Tries habe ich noch, Digga. Zwei Tries. Mitte. Nein. Ey, ey, willst du mich verarschen? Das habe ich umsonst gerespawnt. Ey. Ich hab jetzt den ersten Punkt. Ja, da bist du ja hier. Ja, bist ja gleich da. Hallo, Ares. Du musst unbedingt mal für mich ausschalten. Dann sind wir auch wieder quitt und gute Freunde. Nach dem Troll vorgestern, Freunde. Digga. Was für Troll? Ich weiß nicht, von welchem Troll sie reden. Das war einfach, das war für uns alle. War das eine sehr, sehr schwierige Lage, kann man sagen. Ey, weißt du nicht? Rechts fahren! Ja. Rechts fahren! Ja. Du hast dich doch schon einmal getrollt, du Lappen! Ja, was? Digga, deinen Arsch hol ich mir, Digga. Abgebremst! Nein, natürlich wieder nicht eine scheiß Tube-Bumper, Alter. Oh, Mann, ey. Oh, ey, Ares, was kannst du eigentlich, Digga? Oh, shit, ey, schon wieder einfach in die Ecke reingebrezelt. Aber jetzt kann ich Ares nochmal holen. Ist gar nicht so schlecht. Digga, wir wären hier einfach schon 20 Mal durch, ey. Wären wir halt wirklich, ne? Warte, aber deinen Arsch hol ich mir jetzt wirklich, lol, ey. Ich hab's gerade verkackt, Alter. Ich fahr einfach nochmal zurück. Na, schade. Jetzt die Frage, hast du es schon bis dahin, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Das wär ein geiler Troll gewesen. Oben sind wir zum Flugzeugpunkt, Deko. Nein. Ja, wir sind leider gleich auf. Gib mir den Speech. Ah, perfekt. Ah, so weit. Rechts fahren, ne? Rechts fahren. Mhm. Oh, Digga, Deko war das close, ich, ey. Deko hab ich ziehen lassen. Dich wollte ich jetzt nicht so vorbeilassen. Deko, gib doch Gas, Alter, wie langsam du bist! Beruhig dich doch, Junge! Ja, wow! Ich dachte, er will mich schon wieder haben, ey! Nee, komm, reicht irgendwann hier auf. Was kommt denn hier denn? Das habe ich noch nicht gesehen. Obwohl du uns verdient hättest, ja? Ganz ehrlich. Nein, der Aussortierer! Digga, maximal zu, ey! First try. Stimmt gar nicht, second try. Also der Punkt war ja auch eigentlich easy. Eigentlich war der Punkt ziemlich easy. Was so macht der denn da? Fünf Jahre wegschreiten. Wir bunzen uns die ganze Zeit weg. Ja. Einmal kann ich die Nummer auf jeden Fall holen, ey. Du hast mich einmal zu viel weggeballert, Ares. Digga, geh mir jetzt nicht auf die Eier. Was war letzte Map? Überleg mal. Ja, die du gelieft hast, oder wie? Die ich gelieft habe bei Deko falsch. Nein! Hallo. Meine Arme waren offen für dich, Ares. Du bist einfach verkackt dabei. Hallo. Okay, Ares, ich lass dich jetzt mal durch. Ich lass dich ziehen, ja? Das glaube ich dir irgendwie nicht. Ich hab nicht gerespawnt. Ich hab diesmal nicht gerespawnt. Alles gut. Ich bin. Was ist das denn? Ey. Wegen diesem Dreck Speed, Mann.
Wegen diesem Scheißlied war ich viel zu schnell, wollte mich abfangen, zack, instant überdreht. Ich war wieder rechts, also... Hä, ja, wie soll das denn gehen hier, Alter? Oh. Also ich dachte, wir mit Trollen, ne? Das Ding ist halt nur, man ist viel zu langsam. So, bitte aussortiere jetzt nicht schon wieder maximal zu. Er ist einfach schon wie... Ey! Lol. Alter, wie ich mich da durch... Nein, das ist ein Bremssprung! Die gebe ich schon früher! Wir können, by the way, auch mit Ares, der Aussortierer, die ganzen oben fahren. Alter! Oh, ich kann nicht mehr, ey. Boah, das war einfach zu viel gerade, ey. Oh. Hier bin ich, by the way, zu langsam. Oh, dann fährst du einfach nach hinten, oder? Geht nicht, du hast nach hinten nur 2 Meter Platz oder so. Oh, ich seh's gerade. Hab ich schon gemacht und war auch zu langsam. Oh, Alter. Oh mein Gott, ey. Eigentlich hat mich der Aussortierer wieder komplett zerdrückt. Aber ich bin irgendwie durchgekommen. Ich habe auch schon wieder F gedrückt. Wer GTA-Modus an? Wäre ich am Arsch. Hä, wie soll das gehen, Alter? Ja, du musst da so geil landen, dass also du musst da so mit so einem geilen Winkel landen. Doch, vielleicht weiter rechts oder so. Ich bin schon in der Hochfahrer gelandet, aber du rutschst halt am Anfang trotzdem. Finally, und weil du halt so weit unten landest, hast du, also du rutschst halt immer unten raus. So, was kam jetzt für ein Scheiß? Hä, warum? Falsche Taste gedrückt, oder? War richtig Schwanz. Hier durch. Aussortierer. Nur der Aussortierer ist brutal. Ja. Der hat mich auch einmal bekommen. Aber der Aussortierer war richtig langsam. Ja, wenn der maximal zu ist er maximal zu, so, ne? Ich kam trotzdem nicht durch. Hatte auch zu wenig Zeit, um da irgendwie mit Gas oder Bremse arbeiten zu können. Das kann nicht funktionieren. Man sieht es einfach zu spät. Ein bisschen weiter links vielleicht noch? Auf jeden Fall. Ich versuche schon mit der Maus zu lenken und weiter links zu landen. Aber. Direkt am Anfang, ne? Oh, der hat da. Ja. Das kann klappen. Was meintest du jetzt am Ende mit Bremssprung? Am Ende ist ein Bremssprung. Ja, ich hab's. Nach dem Aussortierer. Oh. Leck meine Nuse! Was kommt denn hier drauf? Irgendwelche Hindernisse? Das wär natürlich nochmal. Was? Wie? Okay, in die Tube nur, ich glaube, dann ist da ein Flugzeugpunkt. Bist du rückwärts hochgefahren? Ja. Ja, das ist ein Flugzeugpunkt. Digga, aber seit wann baut denn René so etwas härtere Maps? Für mich war René immer so, der so 10-Minuten-Challenge. Der vom Dienst. 10-Minuten-Challenge-Maps hier anhaut. Mann! Da. Ich weiß leider nicht, was ich jetzt hier machen muss. Ich kann den Scheiß ja nicht zurückfahren, weil der... Da sind noch Bremsen. Da sind noch super viele Bremsen. Ja, du musst vorher, bevor die Bremsen kommen. Digga. Musst du oben rausflippen, da ist eine schwarze Tube. Oh Gott. Also eine schwarze halboffene, wie bei den ersten beiden Punkten auch schon. Leben am Limit. Ich fahre die blaue Spirale hoch. Ja, ich seh's gerade. Ah, sowas. Dankeschön. Bin da. Hä? LOL, ganz nach oben? Och du heilige Makrele. Okay, das wusste ich nicht. Ich muss den Flip gut nehmen. Hi, Ares. Okay. Hi. Noch bin ich da. Achso, ich dachte, du wärst da. Vorwärts. Vielleicht gleich. Ich komme jetzt wieder zu diesen Toren und zu dem Aussortierer. Flip einigermaßen gut genommen. Nein. Ich habe mir das vorher leider null angeschaut, ey. Ja, ich auch nicht. Also doch, außer soweit, dass ich gesehen habe, dass man da rausfahren muss. Hab's, alter Schwede. Oh nein, Digga, wie flipp ich denn hier? Aber René, ich find's geil, dass deine Schwierigkeit ein bisschen nach oben geht. Find ich nice. So, was ist hier Phase? Rückwärts dran. Rückwärts springen, ja. Das aber du brauchst den Spiel, nimm den Spiel. Wenn ich die Koralle nicht verkacke. Na, fast. Ich verkack die Koralle. Ja. Oh ja, ich bin eigentlich auch endlich mal wieder dran, Deko. Ich fahr jetzt Spirale nach oben. Ich bin jetzt in der Tube. Ich jetzt. Fahr runter. Und in so einer Mitte, ja. Ah, easy Map. Lol, das war's schon? Das war's schon? Ja, das war's schon. René, Junge! Krass, ey. Okay. Okay, René, dann schade, musst du doch alles wieder zurücknehmen. Eigentlich, also die Map war geil. Bis jetzt. Ja, okay, cooler. Scheiße war sie wirklich nicht, okay, ich bin jetzt irgendwie auch die Spirale nach oben und wenn du Tube kommst, am besten direkt Koralle machen. Koralle ziehen, ja.
Dann fährst du ein Stück rückwärts, wow. Da oben. Achso, da muss ich rein! Ja. Ah, genau. Ah, ich dachte, hier wäre ein Bumper oder so ein Scheiß. Okay. Ja, ja, das ist dann dieser Flugbumper, den nimmst du. Okay. Und dann fährst du wieder ein Stück zurück. Und ah, okay, dann, ja, ich seh's. Von Weg der zurück, ne? Gelben Spirale die blaue Ausfahrt und dann hast du das auch. Hurra, bing, bang, bang, balaba, bing, bong. Ja, das war's jetzt schon. Ja, Punkte, das war's. Oh. Ja, schade! War's. Nee, Alter. Also ich muss sagen, ich fand die eigentlich echt cool, aber es waren nur 2 Punkte oder so. Ja, dann war's wieder zu wenig. Ja. Aber der Schwierigkeitsgrad war gut. Davon noch so 2, 3 weitere Punkte. Wäre richtig geil, sagen wir 4. Sagen wir 4 weitere Punkte. 4 weitere? Dass du 6 knüppelharte Punkte bekommst. Ja, wäre nett. Knüppelhart waren die nicht. Knüppelhart war angenehm schwierig, fand ich. Aber ich hab noch eine Map von René, die können wir auch nochmal durchballern. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Okay. Entschuldigung. Weiter geht's, hab ich ja gerade gesagt. Eine Map von René. Eine Formula-Map zum Warmspiel. Wird also nicht so brutal. Warm gespielt sind wir. Das heißt, ich gebe uns allen jetzt eine 10-Minuten-Challenge. Ist doch geil, oder? Ist geil? Boah, 10 Minuten also, bin ich dabei, Alter. René, ich finde deine Map sehr frenetisch. Kann man das sagen? Überleg ich gerade nochmal, was genau frenetisch heißt. Ich habe mir das übrigens gemerkt, frenetisch, weil das ja so ein krasses Wort ist. Mit René ist ja da drin und fetisch. Energetisch, oder? Nee, wegen fetisch und René. Und ja, du machst einfach F, René, so ethisch. Energetisch mäßig, oder nicht? Leidenschaftlich heißt das, aber ja. Ja, dann ist doch energetisch. Oh, ich glaube, du kannst auf der anderen Seite einfach bleiben. Wahrscheinlich kann man nämlich, dass wir. Ich habe trotzdem 2 Wechsel gemacht. Ich auch. Ich teste das jetzt. Ich habe nämlich verkackt. Ja, schade, Alter. Ich wollte. Oh, ich habe überlegt, die alte 4-Technik zu machen, ey. Dieser Schwanzgrapscher, Alter. Bleibst du dran, Aris? Oh nein. Ich muss jetzt mal auffahren. Die Auffahrt ist voll scheiße. Also der Spawn. Oh, Alter. Hier kommen hier so ein paar Schmutzige. Ich teste das jetzt mal. Ja. Nee, no way. Fliegst no direkt way ab. Okay, nee, nee. Schade. Dafür ist die Krümmung einfach zu heftig. Oh, Alter. Also kleiner Schwanzklapscher. Du bist aber auf Stress aus, ne? Hey, ich will dir ein bisschen Spannung reinbringen in die Folge. Map irgendwie cooler waren. Aber ja, du magst ja auch nicht so gerne Formula, ne? Ja. Nee, mag ich überhaupt nicht. Ach so, einmal also drehen. Okay. Sowas. Ja, hallo! Digga! Aber dass man halt auch immer zurücksetzen muss, um anzufahren, das nervt halt. Digga, verpiss dich jetzt, Marvin! Müssen wir rückwärts fahren? Ja! Ja, dann lass mich! Warum? Warte, ich fahr rein. Hallo, wow! Alter, dafür musst du mir richtig danken, ey. Alter! Ja, wie ich ausgewichen bin! Deine Mama ist ausgewichen, ey. Wow, ey, hauptsächlich gibt mir richtig Mühe auszuweichen. Deine Mama ausweichen. Deine oh mein Mama. Gott, ey. Du kannst ja gar nicht einfach so da lang brezeln. Krass. Wo willst du lang brezeln? Ich dachte, die Tube da nach oben. Ja, noch! Hä, wie soll das gehen? Digga! Wo bist du? Ey, ich will nur sagen, er ist echt lang, ey. Ich fahr jetzt nochmal gerade. Digga, er ist wirklich, schade. Er ist wirklich scheiß lang, Marvin. Das ich richtig, bin jetzt mache? Beim Flugzeugbumper. Wie bist du da hingekommen überhaupt? Ich hasse Spirale hochfahren. Ja, aber da ist doch alles voll mit diesen Stangen. Gib mich, war das richtig? Ist da nicht welche alles Stangen? Voll mit diesen Stangen? Ich konnte doch gar nicht drauf fahren, weil alles voll mit diesen Stangen nein. ist. Nein. Ich hab verkackt genau vor dem Punkt bei dünnen Stangen, Junge! Okay. Wo sind denn dünne? Wo sind denn alles? Hä, wo ist dein Problem, Scheiß, Alter? Ey. Bin ich hier falsch? Kann ich einfach oben fahren? Hey, ja, du fährst da weiter hoch. LOL, ich bin die ganze Zeit unten gefahren. Dachte so, wie bist du denn da vorbeigekommen, ey? Du kranker Sack, ey. Wo denn vorbeigekommen? Ich hab das eben nicht gesehen da. Was? Ja, nein! Dass oben frei ist. Ich dachte, du musst so richtig krass von unten nach oben ziehen. Okay, aber das ist eine. So, was ist jetzt hier Phase? Rückwärts oder was? Nee, vorwärts. Okay. Jetzt bin ich wieder mit Aris hier, ey. Fick mich. Was ist denn da rein? Geil, ey. Nee, weil ich jetzt wieder wir uns scheiße blocken. Marvin hat mich auch die ganze Zeit geblockt. Die ganze Zeit? Einmal! Ich glaub hier geradeaus, ne? Zweites Mal fast. Oh nein! Nein! Nicht diese dünnen Stangen. Warum, Digga, Aris! Was willst du? Ich hab dich nicht mal nein! Ich nein! Bei. Nein! Du hast meinen Hinterreifen gestriffen. Nein! Genau als ich angefangen rüber. Hallo! Wir sind alle wieder hier! Es war also nicht, hab ich euch null berührt. Hallo. Ernsthaft. Kuckuck! Hast du auch keinen Stangen verkackt? Ja, natürlich. Wow.
Los, nimm fahr irgendwo rein. Ja, danke schön. Also, kann man auch woanders verkacken? Ja! Alter. Oh, Deko bekommt das okay. Jetzt. Geil! Abfahrt. Alter, ist das laut, ey. Fick mich, ey. Das hört sich, als würden direkt neben mir bohren. Ja, so hättest du es auch bei mir angehört. Als würden die auch bei mir bohren. Alter Schwede. Dazu sage ich nur... Butut! Ich fahre jetzt übrigens hier gerade oben, ne, Deko? Oben, hey. Oben, oben, ich fahr jetzt oben, zum Wallride-Stück oben. Auf, was, wo der Bumper ist. Ah, okay. Fahr jetzt nach oben, fahr jetzt nach oben. Hallo, ich höre dich, Deko! Mute dich, du Lappen! Oh. Digga! Ich fahr in der Spirale, ich fahr... Hallo, mute dich doch, du Lappen! Wo seid ihr? Digga! Ich kann mich nicht muten! Wie laut das einfach ist, ey! Alter! Alter, was hat der Junge vor, ey? Der Platin-Arschloch! Oh! Alter Schwede, ey! Hä, wo ist der Problem? Ja, jetzt geht's gerade, ja, muss ich sagen, ja. Ja, jetzt bohrt ja auch keiner. Das war eigentlich so der Jamaika-Dildo, den Deko sich bestellt hat. Der musste gerade mal getestet werden. Okay. Ja, ich muss sagen, Stufe 3 von 10 war ein bisschen zu viel. Motor, der dreht, ist ein bisschen zu krass. Ich krieg diese Drehung einfach nicht hin. Hä, was für eine Drehung? Ja, nachdem man da diesen Aussortierer mitgenommen hat. Ich krieg's nicht hin. Hä, du fährst so rückwärts die ganze Zeit. Achso, du musst alles rückwärts fahren oder was? Hast du ihm gesagt? Alles rückwärts fahren. Hast du ihm gesagt, dass er vorwärts fahren muss oder nein, was? Nein, hab ich nicht. Dass es wieder meine Schuld ist, dass er da irgendwas nicht rafft, ey. Achso, ey, lol, sag das doch, Alter. Hä, wir sind doch die ganze rückwärts gefahren. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Jedes Mal, wenn ich euch gesehen habe, dann war das hier beim Aussortierer. Lol. Ey. Und danach sind noch dünne Stangen, also ziemlich viele dünne Stangen. Rückwärts oder wie? Nein. Nee, die dünnen Stangen sind vorwärts dann. Also erstmal eine dünne Stange und jetzt drei dünne Stangen. Ja, hier sind aber erstmal generell überhaupt, bevor es nach oben geht. Ja, das ist so eine Rutsche. Paralysieren, ey! Alter Schwede, ey. Richtige Satisfaction. Satisfaction. Ist das der neue Techno-Sound, Deko? Das Abtempo. Alter Schwede, ey. Kannst du deinen Bauarbeitern Leuten mal sagen, sollen ein bisschen leiser arbeiten, mit Schalldämpfer oder so? Mit einem Schwamm, dauert zwar 6 Jahre, aber ist leise. Ja, also bei Deko ist gerade richtig Action, Satisfaction. Schwamm. Yeah. Hast du denn am Anfang nicht gesagt, ey Leute, wenn ihr hier arbeitet, aber bitte still, muss ihr da drin arbeiten. Workshops ich verkaufen? Ich arbeite im Homeoffice, wenn ihr arbeitet, dann muss das bitte auf Zimmerlautstärke passieren. Digga. Ah, das, wo hast du jetzt schon wieder verkackt, hä? Wo hast du jetzt schon wieder verkackt? Kurz vor dem Flugzeugpunkt da oben. Hätte davor sogar noch, wie geht das denn, Aris? Ja, kurz davor, ja, weil ich nicht schnell genug nach oben gefahren bin. Ich muss sagen, René, diese Map gefällt mir, aber die wird leider auch wieder zu einfach sein. Ich muss sagen, René, die Map ist scheiße. Ich mag die nicht. Oh, fette Arschloch. Ich muss sagen, ich mag sie ganz gerne. Ja, dann nach unten wahrscheinlich. Fette Arschloch. Mhm. Und jetzt hier wieder Popo. Popo. Deko ist richtig an meine Popo dran. Oh, was müssen wir denn hier machen? Ist, nein, müssen wir... Für die Police. Nein, sag nicht, hier müssen wir eine Koralle machen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich hab auch die ganze Zeit damit gerechnet, dass da ein Bremssprung noch kommt. Ey, hoffentlich war das ein Fake-Punkt, ey. Bitte, bitte, bitte. Oh, schade. Du kleiner Nix-Gönner, ey. Ich hätte so gefeiert, richtig schlechter Mensch. Einmal Richtungswechsel, glaube ich, oder? Oder? Bumper. Wohin? Ja, Richtungswechsel. Digga, ja, ist aber 8 Jahre Zeit, um 6 nicht durch solche Sätze zu machen, ey. Ja. Das ist krass. Aber alles okay, dass du hier scheinbar nach vorne kommst, das gefällt mir. Es dauert nur ewig. Jetzt habe ich. Ja, alles gut. Ey. Dünne Stangen habe ich. Dünne Stangen hast du? Alter, nicht First schlecht, ey. Und Punkt. Okay. Oh fuck. Okay, hier kommen nochmal ganz schön viele.
Digga, wie ich mich hier langkrebse, ey. Das war richtig Schwanz. Jawohl. Satisfaction. Unter 10 Minuten. Oh, 8 Minuten 30, das war noch unsere Challenge, oder? Ich würde sagen, wir machen auch unter 9 Minuten. Geil, René, aber leider auch die, zu kurz. Gerne ein bisschen längere Maps, so das Doppelte. So beide Maps zusammen, das wäre gut. Nein. Ja, durch. Da sind wir durch. Okay, da sind wir durch. Unter 15 Minuten auch bei Ares, also gar nicht so KG. Und das, obwohl ich mit der Formula-Karre eigentlich überhaupt nicht klarkomme. Scheiß Flips, Mann. 12.000, auch noch fett in die Tasche. Oh, das wäre doch geil, wenn man so viel Geld einfach pro Rennen bekommen würde, ne? Richtig nice, ey. René, dankeschön für die beiden Maps. Kuss geht raus. Habt noch einen wunderschönen Tag. Schaut in die Beschreibung. Da findet ihr Ares, Triebwerk, Merchandise und natürlich auch Instant Gaming, ne? Oh yeah. Reingehauen. Bye, bye. Bye, bye.